Multi-Asset bedeutet eben nicht nur Aktien und Anleihen. Allerdings stehen wir schon grundsätzlich dafür, dass wir sagen, ein Mehr an Asset-Klassen ist nicht unbedingt gleichzusetzen mit einem Mehr an Performance. Derzeit gibt es eigentlich sehr viele Krisen an den Märkten. Dennoch laufen die Märkte ziemlich gut und eilen sozusagen von Rekord zu Rekord. Inwiefern man in diesem Umfeld dennoch eher die Risiken beachten muss oder ob man dann doch auf der anderen Seite die Chancen nutzen sollte, genau darüber möchte ich mit Nikolai Austein aus dem Multi-Asset-Team von Metzler Asset Management sprechen. Hallo Herr Austein, herzlich willkommen. Hallo Herr Habicht, grüße Sie, vielen Dank. Ja, die Märkte laufen gut, die Risiken sind aber eigentlich da. Sollte man in diesem Investmentumfeld dann doch eher die Chancen nutzen oder doch eher auf die Risiken achten und so ein bisschen den Fuß vom Gaspedal nehmen? Ja, letztendlich irgendwas dazwischen. Also es gibt immer Krisenherde an den Märkten, die zu Unsicherheit führen, auch wenn diese Krisen gefühlt in den letzten Jahren immer häufiger zutage getreten sind. Wir lassen uns aber grundsätzlich mit unserem Multi-Asset-Ansatz nicht von kurzfristigen Ereignissen und auch nicht von kürzlich aufgetretenen Krisen leiten, sondern wir versuchen vielmehr in dem großen Makrobild zu agieren und auch zu denken. Also grundsätzlich ist es schon so, dass wir glauben, eben als Anleger sollte man eher als Optimist auftreten, weil Angst ist bekanntermaßen kein guter Investmentratgeber. Es gibt immer Opportunitäten, die genutzt werden können in jeder Marktphase, und so haben wir eben auch unsere Multi-Asset-Strategie ausgerichtet. Und am aktuellen Rand glauben wir eben, dass man sicherlich nicht schlecht beraten ist, etwas den Fuß vom Gas zu nehmen, aber auf die Bremse treten wir eben derzeit noch nicht. Das ist ja nicht die Frage, ob die nächste Krise kommt, sondern eher ein bisschen wann, weil Krisen gibt es auch immer und da muss man sich auch immer darauf vorbereiten. Kann man sich einerseits darauf vorbereiten und auf der anderen Seite, wenn ja, wie bereiten Sie sich in Ihrem Portfolio auf die nächste Krise vor, die dann auch vielleicht an den Märkten sich niederschlägt? Völlig richtig. Wenn man eines prognostizieren kann, dann ist es wohl, dass die nächste Krise kommen wird. Wir wissen bloß nicht, wann sie kommen wird, und wir wissen auch nicht, welcher Natur sie ist. Das alleine kann aber eben unserer Meinung nach nicht der Grund sein, warum man eben dauerhaft mit angezogener Handbremse unterwegs sein sollte. Bei uns kommt eben die Chancenorientierung vor dem Vorsichtsprinzip. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir kein Risikomanagement betreiben, dass wir keine Risiken in unsere Investmententscheidung integrieren. Ganz im Gegenteil, Risikomanagement beginnt bei uns bereits bei der Portfoliokonstruktion. Sprich, wir überlegen uns eben, welche Makroszenarien können eintreten. Also im Falle einer Rezession oder im Falle einer Stagflation, welche Assetklassen sollten eben im Portfolio enthalten sein. Und so versuchen wir eben bereits vor dem Eintreten der Krise eine Art Portfolio zusammenzubauen. Das Stichwort ist hier ganz klar Diversifikation, dass wir eben im besten Fall unabhängig von der Wetterlage letzten Endes auch immer eine Art performante Assetklasse im Portfolio haben, die dann eben auch wie im letzten Jahr das Gesamtportfolio stabilisieren kann. Insofern wirklich dann Multi-Asset-Denken, also nicht nur Duo-Asset. Es gibt ja viele Mischfondsstrategien, die in Anführungszeichen nur Aktien und Anleihen haben. Was für Asset-Klassen haben Sie noch im Portfolio und wie wichtig ist es eben auch, diese Asset-Klassen dann flexibel in der Gewichtung einzusetzen? Ja, auf der einen Seite stimme ich Ihnen da voll zu. Multi-Asset bedeutet eben nicht nur Aktien und Anleihen. Allerdings stehen wir schon grundsätzlich dafür, dass wir sagen, ein Mehr an Asset-Klassen ist nicht unbedingt gleichzusetzen mit einem Mehr an Performance. Also wir stehen schon für die traditionellen Asset-Klassen Aktien und Anleihen, weil wir eben glauben, dass wir auch, um unserem aktiven Ansatz gerecht werden zu können, müssen auch die Anlageklassen jederzeit steuerbar bleiben. Sprich, man muss sie absichern können, man muss jederzeit agieren können und man muss auch jederzeit entscheiden können, in welche Richtung gelenkt werden will. Nichtsdestotrotz sehen wir natürlich die Trends am Markt, die Entwicklungen, und wir verschließen uns diesen eben auch nicht. Wir haben beispielsweise seit etlichen Jahren die Assetklasse Gold im Portfolio, die uns insbesondere auch im letzten Jahr als eine der genannten performanten Assetklassen eben auch das Portfolioergebnis stabilisiert hat, trotz dieser schwierigen Marktlage. Und wenn dann doch mal extreme Situationen eintreten, um in Ihrer Metapher zu bleiben, müssen Sie da selber bremsen oder haben Sie da vielleicht auch Hilfe von einem sogar Bremsassistenten möglicherweise? Und wenn ja, wie funktioniert das?
Völlig korrekt. Anders als bei ganz normalen Marktrücksetzern, die eben immer mal wieder an den Märkten vorkommen, die man meiner Meinung nach eben auch durchhalten können muss mit einem Investment in beispielsweise einem Multi-Asset-Portfolio, ist es eben so, dass wir bei panikartigen Marktsituationen, wie wir sie während der Corona-Pandemie erlebt haben, dass wir hier eben auch deutlicher eingreifen würden, um eben das Portfolio vor extremen Verlusten zu schützen. Wir haben eine Art Warnsystem entwickelt, das relativ gut zwischen einem leichten Gewitter und einem Orkan unterscheiden kann. Und auf Basis dessen ist es eben so, dass wenn wir den Art Orkan identifizieren, dann ist es eben nicht nur Zeit, den Fuß vom Gas zu nehmen, sondern eben hier auch deutlicher auf die Bremse zu treten. Wie machen wir das? In Form von verschiedenen Absicherungsschritten mit liquiden Absicherungsinstrumenten würden wir hier eben das Risiko leicht aus dem Portfolio rausnehmen. Aber ganz wichtig ist hier auch zu betonen, dass wir niemals die Aktienquote bis auf null reduzieren würden, weil wir ganz sicher dann an der einhergehenden Markterholung nicht wirklich partizipieren können. Also hier auch ganz klar der Fokus auf Balance, der Fokus auf Optimismus. Wir sagen eben, hier sollte sich der Blick schnell wieder nach vorne richten, wenn sich der Sturm eben legt. Insofern immer die Chancen vor allem im Fokus, aber dennoch die Risiken nicht aus dem Blick verlieren, sagt Nikolai Austein aus dem Multi-Asset-Team von Metzler Asset Management. Vielen Dank für Ihre Einblicke. Danke Ihnen auch für die Zeit, Herr Habicht.